Ja, die größte ist eigentlich. Sollen wir was zu trinken holen? Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und mit mir ist Marc Eggers. M&M ist wieder in der Stadt unterwegs. Ja. Und zwar, wir haben wieder mal ein cooles Format. Sag nicht wir, du hast ein gutes Format. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Also es wird heiß heute. Und zwar dreht es sich alles um Schärfe, Dana-Kehl und so weiter. Ihr kennt unsere Hot Sauce. Heute suchen wir auf der Straße jemanden, der eventuell Geld haben möchte. Ja. Und wir haben verschiedene Spielregeln. Also wir können einmal zeigen, wir haben verschiedene Chilis. Wir haben natürlich einmal unsere Soße, ganz klar. Dann haben wir die normalen Bird's Eye Chili. Die sind jetzt scharf, aber wenn man trainiert ist, ist okay. Dann haben wir diese Bulut Yokia und natürlich die Carolina Reaper. Das ist natürlich, das ist ein Bad Boy. Also wenn du den essen würdest, das Ding wäre gelaufen. Warum? Nein, glaube ich. Gib mal her, das Ding. Überleg mal, ich würde jetzt mitten in der Antwort einfach reinbeißen. Dreh ist vorbei, ne? Und das Ganze wird natürlich auch belohnt. Das heißt, man kann Geld gewinnen. Und wie das Ganze aussieht, ist, wir haben drei Umschläge vorbereitet. Das heißt, man kann jetzt wählen. Hier drin sind einmal 20 Euro. 20 Euro wäre jetzt diese Bird's Eye Chili. Dann haben wir einmal 50 Euro. 50 Euro wäre jetzt dann diese Bulut Yokia. 50 Euro ist die Dana-Kehl-Soße. Und dann bei 200 Euro ist das die Bulut Yokia. Und wenn wir jetzt jemanden ganz harten haben, der sagt, hör mal, gib mir die Carolina Reaper, dann ist das tatsächlich, darf er alle Umschläge behalten. So, und das heißt, er darf wählen, ne, und mal gucken, was wir für Leute, was wir für harte Männer hier so finden werden. Ich bin sehr gespannt. Der Krankenwagen ist schon auf dem Weg. Hörst du das schon die ganze Zeit? Die wissen schon, was wir vorhaben. Die Leute gewinnen Geld und werden scharf essen. Super, ist simpel, oder? Ja. So eine Chili. Was soll schon passieren, ne? So, dann schauen wir mal, wen wir als erstes ranholen. Ja, ich bin sehr gespannt. Kevin? Ja, Kevin, komm in die Mitte, Kevin. Komm in die Mitte, Kevin. Ist das schon ein Zeichen? Ich habe eben was von der Caroline Reaper gehört. Nein, das bleibt dir überlassen. Okay. Das bleibt dir gut, überlassen. Nee, weil, scharf ist gut. Ja. Ich hatte ja schon den Hotchip, 1,2 Millionen. Du hattest den schon? Ich hatte den schon, hätte ihn jetzt nochmal gehabt. Wir haben doch direkt alle. Guck mal, du hast jetzt folgende Möglichkeit. Ja. Ich erkläre dir das nochmal. Du darfst jetzt hier einen Umschlag auswählen. Mhm. Den darfst du frei auswählen. Hier drin sind einmal 20 Euro. 20 Euro entspricht der Bird's Eye. Ja. Du kannst auch immer noch Nein sagen, aber... Ne? Oder ich sage, ich bin geisteskrank, nimm die Caroline. Aber dann darfst du alle Umschläge behalten. Und hier drin sind 200 Euro, 50 Euro und 20 Euro. Was machst du eigentlich? Sagen wir mal so. Ja. Was machst du eigentlich? Nebenbei gerade ein bisschen im Urlaub und sonst eigentlich ein bisschen hobbymäßig auf Twitch unterwegs. Ah, okay. Ja. Was machst du für Content auf Twitch? Diablo 4 jetzt aktuell gerade, Fortnite und The Hunter ist halt quasi ein Jagdgame. Also pass auf, wie easy war denn dieser Hotchip für dich? Das müssen wir kurz herausfinden. Genau. Angenehm. Also so wie jetzt gerade. Angenehm, ja. Wenn wir alle Umschläge kommen. Boah, das wäre natürlich heftig. Gehen wir direkt in die vollen. Per das Ding, komm. Ja, machst du? Komm, gib her die Caroline. Jetzt ohne Scheiß, gib her das Ding. Welcher Name hast du auf Twitch? Du musst Dagismo KK89. Kann ich dir auch Wir verlinken es auf jeden Fall. Nach dem Essen verlinken wir es. Also, das heißt, du nimmst alles an Geld. Komm, Pause weg. Du darfst natürlich drei Minuten danach, jetzt, also 3 Minuten lassen wir dich hier stehen. Wir nichts filmen das. Trinken, nichts genau, essen. Und dann lassen wir dich weiterziehen. Alles willst klar. Du vielleicht dich erstmal ranpassen, bevor du jetzt. Ja, das sind die Leute. Marc, die Kölner. Ach nee, du bist gar kein Kölner. Woher bist du? In Limburg an der Lahn gebürtig. Ja, was ist los? Willst du noch einen hinterher snacken? Also, bevor wir angefangen haben zu drehen, hat mir Marc gesagt, das Ding ist wirklich... Das ist die schärfste Chili der Welt, ja. Das ist der Untergang. Für dich ist es easy? Kommt ein bisschen jetzt. Jetzt kommt sie. Ja. Oh. Daher. Alles gut? Ja. Also wenn du so die Augen nein, die langsam... Ja, wenn sie du kommen, so aber nach 2 Minuten hier extra stehst, wirklich, gib mir dein PayPal, da hau ich selber privat noch mal einen drauf. Ist verlinkt. Ja. Ey, also... So langsam merke ich es in den Augen, ja. Du merkst es ein bisschen hier hinten in dem Rachen, jetzt kommt. Ja. Gibt Schlimmeres. Ja, nee, ich glaube eher nicht. Was hast du mir denn erzählt, Marc? Ich mach auch mit. Ja. Gib her das Ding. Okay, Marc, bitte. Warte ab, jetzt kommt's im Kopf. Ja. Oh ja, jetzt kommt. Ja. Ich rieche das die Schärfe. Oh. Ist es schärfer als der Hotchip? Ja. Ja. Sonst, wie gefällt dir Köln so? Sehr gut. Ja? Jetzt kommt der Moment, wo ich es bereue, ja. Also, aber guck mal, ich versüße es dir ein bisschen. Ja. Das geben wir dir schon mal in die Hand. Da könnt ihr ja dann Milch kaufen und so weiter. Das ist schon mal für dich. Danke, Alter. Ey, wirklich, mein Angebot. Das kann man immer gebrauchen. Gib mir dein PayPal, ich überweise dir gleich direkt noch mal was. Ja, du musst noch stehen bleiben, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? Geschafft? Du hast es geschafft. Okay, du kannst darüber gehen. Danke dir. Ne? Okay. Ja, ist verständlich. Ich würde mir gerade auch. Ach so, der geht jetzt im Mülleimer. Hauptsache, wir drehen vor Louis, ne? Das Problem ist, die nimmt dir alles. Wie bitte? Die nimmt dir alles. Ja?
Ja, ich glaube, wir bleiben noch mal da. Pass auf, ich würde noch mal einen Huni draufpacken für eine zweite. Was für 100 Euro? Was für 100? Ey Leute, macht das nicht zu Hause nach und wenn nur unter professioneller Beobachtung von Marc Gebauer. Ey, Wahnsinn, ich wollte dir gerade noch die Hand geben, da warst du weg. Großen Respekt, Alter. Du bist ein richtiger Macher, ey. Hier, hau dir mal deine E-Mail-Adresse rein. Ich überweise dir auch noch mal was hier. Wer so durchzieht, Alter, wirklich größten Respekt. Ne? Danke dir für alles. Ich hab zu danken. Und dann viel Spaß mit dem Geld. Viel Spaß, danke, danke. Ja. Krasser Typ. 1 bis 10 nur wie? Da ist der Ayran. Wie geht's dir jetzt? Jetzt gerade ist es eine 5,5. Eben war es eine 9, aber jetzt nach dem Übergeben ist es eine 5,5. Gut, dann super. Nimm den Ayran und lass dir gut gehen. Und Geld kommt, auch. Geld kommt, mein Lieber. Okay, ciao, ciao. Aber das natürlich müssen wir jetzt ans Ende natürlich drehen, schneiden, oder? Ja, ja, das war jetzt der letzte Kandidat. Das war jetzt der letzte Kandidat. Es sei denn, die Kölner, jeder snackt hier einen weg. Jeder snackt hier einen weg. Also, möchtest du alle Umschläge haben oder möchtest du ziehen? Ich würde ziehen. Du würdest ziehen? Ja. Okay, dann. Man sieht, wer die Hosen anhat, ne? Ja, ziehst. Oh, rot auch direkt. Rot, das passt natürlich. 20 Euro. Das ist natürlich easy. Vielleicht möchtest du danach noch weitermachen. Machen wir erstmal die hier. Du darfst 3 Minuten nichts trinken, ne? Danach. Das. Aber die ist, glaub mir, die ist easy. Also da sind wir schon, also das ist jetzt so, das esse ich zum Beispiel auch zum Frühstück. Wie geht's? Noch geht's. Merkst du ein bisschen was? Jetzt die Frage, möchtest du noch mal ziehen? Ja, na klar. Na ja, klar. Ja, ja, klar. Okay, das war schnell. Na, geht's dir noch gut? Ja, noch geht's mir gut, ja. Jetzt wittert sie das Geld auch gerade. Was ist da dann? 50 Euro. Das war ein Keks, oder was? Das war der Keks mit der Soße hier. Ja, das machen wir noch. Das machen wir noch? Okay, aber sonst, du bist noch, also jetzt die ging, ja. Oder? Sieht noch gut aus. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also zum Beispiel von der Soße beim Schärfewettessen, da haben die wirklich das Ding also so dick drauf gemacht. Also das, ich weiß nicht, ob das der Maßstab ist, dieses Schärfeessen. Ja, das stimmt. Das klingt immer so, ja, ja. Aber sie haben es so dick drauf gemacht. Du nimmst die Zeit, ne? Du nimmst die Zeit, okay. Und? Ja. Noch ein Umschlag? Nee, lass dir mal Zeit, lass dir mal Zeit. Ich glaube, ich mach mal. Ja, es sei denn, du sagst, es sei denn, du sagst. Nee, ich glaube, das letzte Ding, ich will noch was am Abend haben. Also von daher, ja. Ich will nicht auf Toilette hängen und hier. Nein, ja. wir warten mal kurz. Wie viel haben wir noch? 2 Minuten. Okay. 2 Minuten, dann hast du sowieso das. Das ist doch schon mal gut. Oder willst du dir die Zeit vertreiben mit noch einem Snack? Dann geht's schneller. Ein Umschlag noch. Das wäre natürlich ein Ding. Alle guten. Ja, unfassbar Hunger dein. Ja. Hol noch mal die Umschläge raus, Marc. 200 Euro ist jetzt nur noch da, 200 ne? 200 Euro, ja. Was sagt die Frau? Ist zu schaffen. Wie geht's dir gerade so mit dem? Merkst du irgendwas oder geht's? Ja, ne, es brennt im Mund, aber. Aber hältst du aus? Es ist noch akzeptabel, aber ich weiß halt nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Ja, komm. Wusste ich doch, die Leute aus dem Osten. Die erschüttert nichts. Guck mal, das sind einfach. Ja. Das bitte einmal hier. Guten Appetit, du musst die ganz essen, leider. Also ich hab die tatsächlich heute Mittag gegessen. Da muss man schon für ready sein, ne? Da muss man schon Bock drauf haben. Dadurch, dass der Mund vorher schon gebrannt hat, merke ich jetzt aktuell noch nichts. Nee, aber also wirklich? Also ja. Alles okay oder kommt der jetzt? Nee, ja, trinken darfst du noch nicht. Lass mich überraschen. Ja, man muss wirklich sagen, jetzt mal Hut ab. Oder ist das jetzt auch... Nee, also ich glaube, also wenn, dann müsste das jetzt schon da sein. Das brennt schon los. Ja? Was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Ja, okay, wir haben die Hälfte, ja, haben wir noch nicht. Okay. 1,5 Minuten noch, dann hast du es geschafft. Ja, easy, ne? Ja, na, locker. Jetzt brennt es langsam. Ja? Jetzt kickt er. Ich würde aufpassen, ne, mit den Fingern. Du bist da so ein bisschen wild unterwegs. Also wenn, achso, ja, passt ein bisschen auf. Ne? Ja, ja. Ich glaube, jetzt kickt erst die erste, die er am Anfang gesnackt hat. Die kommt jetzt erst. Also, wer hat sich das ausgedacht von euch? Das war meine Idee. Hast geschafft. Herzlichen Glückwunsch, muss man sagen. Ey, großen Respekt. Also viel Spaß mit dem Geld. Ja, Wahnsinn. Danke, danke. Ja, du hast gezogen, ne? Aber ja. Auch gute Arbeit geleistet. Dann viel Spaß damit und genießt noch Köln. Ne? Ja, danke. Danke für das Angebot. Sehr wichtig, also man muss jetzt schon sehr viel trinken. Ne? Gleich kann es sein, dass der Magen rebelliert. Wir gucken mal, ne? Aber viel Spaß noch. So, dann gucken wir mal. Mann, es tut mir leid. Vor allem, weißt du, was Lustige ist? Es ist immer gleich. Die Leute sagen so, ja, also ist eigentlich easy. Ja, ist easy. Und dann kommt das. Ich sage dir, auch diese Soße, das sind pure Schmerzen. Das ist, die Leute machen so leicht und so, aber es sind pure Schmerzen. Isst du gerne scharf? Nicht so. Nicht so sehr? Bist du genau richtig bei uns. Ja, da bist du genau heute richtig. Wirst du Schärfe essen lieben. Okay. Wie heißt du? Arment. Arment. Woher Arment. Kommst du? Aus Kosovo. Sehr schön. Aber du bist ein harter Typ. Ja. Bist du denn eher der Typ, der sagt, ich ziehe einen Umschlag? Oder bist du der Typ, der sagt... Ja, ich ziehe erstmal einen. Oder ich nehme alle? Ich nehme erstmal einen. 270 Euro sind 270 Euro. Und wie scharf ist die dann? Ein bisschen halt.
Was heißt bisschen, das? Bisschen mehr als die andere. Musst du komplett aufessen? Eine, ja gut, da musst du einmal. Also sie hat, glaube ich, ich weiß nicht, 2 Millionen Scoville. Musst du weniger als die Hälfte essen? Nein, du musst die ganz essen. Mit welcher hattest du jetzt? Mit der großen oder was? Mit der großen hier? Ja, meine ich, ja. Die komplett essen. Also genau. Also es hat schon heute jemand auch gemacht. Ja. Du wärst jetzt tatsächlich nicht der Erste. Wo siehst du dich? Möchtest du ziehen oder möchtest du alle Umschläge? Ich probier, 270 Euro. 270 Euro? Nur 3 Minuten aufhalten. Also es sind, glaube ich, knapp 2 Millionen Scoville. Carolina Reaper. Ich probiere einfach, scheiß drauf. Ja, weil, Digga, das ist dieses, ich probiere einfach, wenn man das im Mund hat, das ist nicht so... Ist nicht so einfach, ja klar. Genau, das ist nicht so, ich spuck aus und alles ist wieder gut. 3 Minuten und ja. 270 Euro sind deine. Okay, scheiß. Scheiß drauf, Digga, was soll der Geiz? Auf geht's. Komplett rein. So. Nichts los, ne? Warte, Lash. Kommst du aus Köln? Also wohnst du hier? Ah, tief gerobt. Knabbert diesen Apfel, ne? Wie es so ist, sieht es eigentlich nee, ganz nee, gut. Nee, so, Zeit läuft. Alles noch gut oder was? Ja. Also nach 3 Minuten ist es nicht vorbei, ne? Also du hast das Geld, aber es wird noch brennen. Easy. Wie geht's dir gerade? Pass auf mit der Hand, ne? Du hast das angefasst. Ja. Schon rein, ja, ja, mach da rein. Kann ich sterben? Nein, du kannst sterben. Ja. Der Atem war sehr warm sogar gerade. Ja. Sollen wir was zu trinken holen? Ja, bitte. Ja. A few moments later. Die Sache ist, Hemd ist aufgeknöpft, Alter. Rudi, alles okay? Alles besser. Ja, alles super, ne? Ja, nicht super. Wir schneiden das so, als ob nichts passiert. Du stehst einfach vor mir mit einmal mit Tuckkekse, Hemd aufgeknöpft. Jetzt momentan, du bist, dir geht's gut, alles super. Ja. Ich würde sagen, er ist der Sieger der Herzen und der Sieger der 72 Euro. 100%. 100%, ja. Guck mal. Das ist für dich. Hat sich das gelohnt? Würdest du es nochmal machen oder würdest du sagen... Ich gehe lange für das Geld arbeiten. Haben du dir recht. So. Ja. So, hast du sehr verdient, Alter. Wir lassen dich mal hier mit der Milch von genau, und wir ziehen mal weiter, ne? Ey, großen Respekt, mein Lieber, Alter, wirklich. Ja, machen wir so. Ey, danke, hast dir verdient, Alter, wirklich. Ja. Wirklich, krasser Typ. So, dann würde ich sagen, wir suchen, wir gehen mal weiter. Du gerne scharf? Ja. Wie gerne? Schon gerne. Was ist das Schärfste, was du jemals gegessen hast? Eine ganze Peperoni. Du bist genau der richtige Mann. Also, ich erkläre dir kurz die Regeln, okay? Wir haben 3 Umschläge. Okay. 3 Umschläge. Einmal 20 Euro. Dann als zweites ist meine, diese Soße, diese RTL-Soße. Und als nächstes wäre 200 Euro. 200 Euro für diese Bulut-Yokia-Chili. Wenn du jetzt sagst, dass du ein krasser Typ bist und du kannst scharf essen, dann würden wir dir auch die freie Wahl stellen, dass du sagst, guck mal, ich nehme alle Umschläge, das heißt 270 Euro, dann müsstest du aber eine Carolina Reaper essen. Okay. Sag mal, wie es ist, 2 Leute haben die heute ganz entspannt gegessen. 2 Leute haben die heute gegessen. Ich habe als erstes gedacht, wir kommen hier, niemand wird das wählen. 2 Leute haben es heute schon gegessen. Okay, ich probiere es. Du nimmst es? Ja. 270 Euro? Ja. Die sieht so aus, das ist die. Warte, ist das deine Freundin, die mit dir ist? Ja. Willst du dir einmal einen Tipp holen? Weil die sieht wirklich aus, als ob die noch 2, 3... Bisschen vernünftiger wäre. Ja, genau. Ja. Aber die größte ist eigentlich... Okay, das hatten wir heute schon mal. Hier wird weggesnackt. Alter, die Leute, also irgendwas stimmt mit den Leuten hier nicht. Das kann doch nicht sein. Heftiger Tipp. Was sagst du? Was sagst du? Hey, es geht noch. Fängt langsam an zu brennen. Ja, er redet aber am wenigsten. Ja, aber weil er im Tunnel ist. Er ist im Tunnel. Das ist ein gutes Zeichen. Er schafft das? Fokussiert. Er schafft das, ne? Feuer die mal an, wie heißt Nummer? Ben. Wie? Nein. Er ist Ben. 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 2, 1. Und da hast du es geschafft, Ben. Ben hat es geschafft. Applaus stark. Für Ben. Ja, da kommt das Lachen dann darfst du trinken. Da fangen wir an zu trinken. Ben, ich sag mal so. Du bist auf jeden Fall auch. Du bist heute derjenige, der am besten durchgehalten hat. Das hier ist für dich oder soll ich das deiner. Gib's ihr. Okay, besser. Super. Ben, hast du gut gemacht, ey. Ben, oh mein Gott, besser nicht. Oder willst du auch eine noch snacken? Nein, nein, nein. Naja, die Freundin will, glaube ich, auch noch mal eine. Willst du eine? Ben, alles gut. Frau will auch noch mal einen 20 mitnehmen. Zur Kamera, was sagst du jetzt? Freundin, soll sie? Ich würde es nicht empfehlen. Nein, die ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Das ist nicht dasselbe wie du, ne? Aber. Okay. Ja, ich nehme die einfach jetzt mal. Auf geht's. Und jetzt aufpassen mit den Fingern, nicht in der Augen. Oh, die, guck mal, die Frauen sind nämlich ordentlich. Die essen auch den kleinsten Stängel noch mit. Jetzt ist die Frage. Und Vorsicht. Oh, ben. Vorsicht. Oh, ach du Scheiße. Ben, ich glaube, du möchtest zu deinem Freund. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du hast es gut weggesteckt. Ja. Du spürst gar nichts, ne? Kann ich sagen? Ja, doch. Aber ist auszuhalten. Ist auszuhalten. Wie so eine Peperoni okay. Aus dem Supermarkt. Ne? Dann, wir entlassen euch. Danke. Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ja. Ciao, ciao. Macht das gut, ne? An dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wahnsinn. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir das nochmal wiederholen sollen, in welcher Stadt wir das wiederholen sollen.
Und schaut bei Marc vorbei. Ja, Daumen nach oben geben, abonnieren bei Marc Gebauer, wenn ihr es noch nicht getan habt, für so eine geile Formate. Absolut jetzt mal hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber ohne Schaffens. Ciao, ciao. Ich habe mich gut rausgeredet. Ja, ja. Ciao, ciao.